Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Workshops Wie imitiere ich die Rhythmussektion einer Marching Band am Schlagzeug. Heute möchte ich mal ein wenig in die Bassdrum hineingehen. Die Bassdrum wird meistens mit den Marching Becken zusammengespielt, kann aber auch unabhängig davon gespielt werden. Es kommt halt eben auf die Musikrichtung und sogar auf das Lied selbst an, welche Figuren schlussendlich gespielt werden an der großen Basstrommel bei der Rhythmussektion einer Musikkapelle. Und jedenfalls ist es so, dass in der deutschen Marching-Musik meistens die Marching-Becken zusammen mit der Bassdrum gespielt werden. Es kann natürlich von Land zu Land abweichen, vor allen Dingen in Amerika ist es hochinteressant. Bei den Drum and Bugle Corps, da ist es sogar sehr kompliziert, da spielen die Marching-Becken sehr komplizierte Figuren, die ich allerdings mit den Halbbecken am Schlagzeug nicht imitieren kann. Deswegen beläuft sich hier der Workshop nur auf die deutsche Marschenmusik. Ich werde jetzt mal eine typische Figur spielen, die sich im Vierviertel abspielt. Und zwar klingt das Ganze so. Also, wir haben gehört, dass ich die Halbbecken zusammen mit der Bassdrum gespielt habe und die Figur, die ich gespielt habe, ist eine sehr typische Figur, die man sehr häufig in der deutschen Marschmusik antrifft. Und zwar ist das ein Rhythmus, der im Achtelschema abläuft. Ich kann das ja mal demonstrieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also diese Bassdrum-Figur ist sehr, sehr, sehr häufig anzutreffen in dem Marching-Bereich. Aber es kommt, wie gesagt, schon auf das Lied an, also es kann sich natürlich sehr stark variieren, aber wie gesagt, die Bassdrum spielt mit der Halt zusammen und ihr habt es ja vorhin gehört. Ja, wichtig dabei bei der Bassdrum ist natürlich, dass sie sehr deutlich und klar gehört wird. Das heißt, die Bassdrum wird nicht zu leise gespielt, sondern sie wird mit einem ordentlichen Nachdruck gespielt, also wirklich ziemlich laut, denn sie muss sich ja auch gut durchsetzen bei den Blasinstrumenten und da darf sie nicht zu leise gespielt werden, sondern sie muss richtig ordentlich mit Kavums gespielt werden und das kann sich sehr schön anhören bei vielen verschiedenen Marching-Stücken, wie ich finde. Und es macht einfach einen Riesenspaß, auch am Schlagzeug das Ganze zu imitieren. Ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Abonnieren und das Anschauen der Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao!